Alles klar, Großer? Capo Gucho. Shekutaraka Tonka Bambule. Genau das sage ich auch immer. Reden wir nochmal über den Rum. Was gibt's da noch zu reden? Wenn du eine Flasche willst, bezahlst du dafür. Na, das ist doch klar. Ach ja? Frag mal Skinner. Dass du ihm den Anteil der Beute abgenommen hast, ist eine Sache. Aber dem Mann seinen Rum wegsaufen, das ist das Letzte. Keine Sorge, ich kümmere mich um Skinner. Wir müssen den jetzt irgendwie noch ablenken. Lass mich in Ruhe, Jim. Aber wie? Warte mal, speichern. Das geht nicht. Scheiße. Grüne 9, speichern geht jetzt nicht, okay. Wie lenken wir den zum Teufel nochmal ab? Genug gequatscht. Ein Säbel können wir auch nicht ziehen. Lass mich in Ruhe, Jim. Hau, Tomka. Hau. Hau. Dann fragen wir nochmal den oben da, wie es jetzt weitergeht. Wie wir es jetzt lösen können. Wir müssen Drama, Baby, Drama, Action machen. Was willst du, Jim? Ich bring euch was zu futtern. Das ist mir völlig egal, du Penner. Mach, dass du wegkommst. Hä? Was willst du, Jim? Ich bring ein Idol für den Häuptling. Ach ja? Lass es bei mir. Ich gebe es ihm. Vergiss es. Ich will selbst mit ihm sprechen. Tja, ich kann dich nicht durchlassen. Befehl vom Captain. Genug gequatscht. Genug gequatscht. Ja, haben wir gehört, haben wir gehört. Irgendwie müssen wir den Kack noch ablenken, aber... So? Wir kommen da nicht hoch. Müssen wir irgendwie... Mal ein bisschen auf Suche. Hier vielleicht wird sich ein oder andere noch etwas zeigen. Nur hier ist nichts. Hier auch nicht. Ich habe hier noch was zu erledigen. Hier raus können wir also auch nicht. Das wird heute ein bisschen schwieriger werden hier. Mit Jim und Ben und den anderen Haudigen da. Lass mich in Ruhe, Jim. Lass mich in Ruhe, Jim. Hä? Hau, Tonka. Lass mich in Ruhe, Jim. Aber wir können doch denen sagen, dass wir es durch haben. Was willst du, Jim? Du, es tut mir wirklich leid, wie das mit uns gelaufen ist. Dafür ist es jetzt zu spät. Vermutlich hast du recht. Was willst du, Jim? Ich will zum Captain. Er ist zusammen mit dem Häuptling im Heiligtum und will nicht gestört werden. Also vergiss es. Aber wir haben jetzt die 100 zusammen. Vermute ich mal. Ja, wir haben die 100 zusammen. Wir können jetzt den Kack bezahlen hier. Hier ist 100. Hier ist dein Gold. Oh. Du überraschst mich immer wieder. Hast bei den Wilden wohl was mitgehen lassen, was? Also gut. Was brauchst du? Ich will rumkaufen. Ich bekomme 50 Gold pro Flasche. Verhandelt wird nicht. Bezahlt wird in Goldmünzen und zwar direkt. Nochmal lasse ich dich nicht anschreiben. Wenn dir das nicht passt, kannst du gehen. Gib mir eine Flasche. Hier. Hier. Willst du auch einen Schluck? Was denn? Du bietest mir einen Rum an. Na, das wird ja auch Zeit. Hast dich lange genug auf meine Kosten besoffen.
Jetzt mach, dass du wegkommst. Lass mich in Ruhe, Jim. Genug gequatscht. Gut, da gibt's gar nichts mehr zu tun bei dem. Jetzt können wir da nach oben. Was willst du, Jim? Hier. Ich habe die Beute. Gut. Die anderen werden bestimmt bald merken, dass sie bestohlen wurden. Ich schätze, du hast bald mächtig Ärger am Hals. Das lass mal meine Sorge sein. Lass du mich nur in den Tempel. Keine Sorge, ich halte mich an meine Abmachungen. Du kannst rein. Schön. Jetzt geht der Tempel sicher noch zu. Ich wette jetzt schon. Immer noch nicht zwischen. Mir kann nicht zwischenspeichern. Nicht zwischenspeichern. Wir beginnen jetzt mit dem Ritual. Crow, warten wir. Kaposheko, Pirat. Was willst du von mir? Ich bringe dir das Idol aus dem Lager. Ah, die Kiki haben es vollendet. Es wird den Tonka Schutz und Kraft verleihen. Wie genau funktioniert das Idol? Voodoo. Voodoo ist überall. Es umfließt die Shaganumbi. Die Ahnen selbst sind es, die uns das Wissen schenken, Voodoo zu nutzen. Sie zeigen uns den Weg. Sowohl zum Schutz und zur Heilung, als auch zum Schmerz und zum Tod. Erzähl mir mehr über das Voodoo. Du bist ein Gucho. Es ist besser, wenn du nicht viel darüber weißt. Ich habe schon zu viel gesagt. Crow, warten wir auf die Lieferung. Was? Ich bringe die Lieferung aus dem Dorf. Das wird auch Zeit. Wir haben schon zu lange gewartet. Gib das Zeug Bakir. Gibt's sonst noch was? Was Dringendes? Chani plant schon. Oh, verdammt, kacke nochmal. Sehr viel. Chani plant, dich aufzuhalten. Deshalb bist du ja mit Schlick im Dorf geblieben. Ihr sollt auf die Kleine aufpassen. Ihr blöden Affen. Alles andere ist jetzt nicht wichtig. Gib die Lieferung ab und schwing deinen Hintern zurück ins Dorf. Na dann. Kehre zurück zu den Shaganumbi. Crow. Kein Grund, Worte zu verlieren. Crow. Warten wir auf die Lieferung. Das Idol. Dein Idol. In okay. Was denn? Wo können wir die Lieferung abgeben hier? Genug gequatscht. Jupp, das ist mal ein Wort. Lass mich in Ruhe, Jim. Hau. Hau. Hau, Tonka. Können wir jetzt gehen? Einfach so? Wir haben ja das K. Ist das auch? Das ist ja eh ein komisches, immer so. Was ist los? Oh Mann, mein Kopf! Ich fühle mich, als hätte mich der Captain Kiel geholt. Du solltest weniger trinken. Was? Meinst du wirklich? Ich glaube, ich sollte noch viel mehr trinken. Halleluja. Halleluja. Ich habe ein Haar deines Vaters. Gut. Alles andere habe ich zusammen. Bau damit die Puppe. Wenn du sie fertig hast, zeige sie mir. Na okay, das ist nicht leicht gemacht. Wir können hier nur... Eine Puppe für Bark hier. Und jetzt müssen wir sie nur mal zeigen hier. Hier, Puppi. Ich hab die Puppe von Bark hier. Na also, du lernst es. Gib sie mir. Nun ist es Zeit. Wagen wir es. Bereite dich gut vor und dann sag mir, wann wir in den Kampf ziehen sollen. Die Schlacht gegen Crow soll beginnen. So sei es. Auf zum Tempel der Erde. Ich folge dir. Ach du grüne Nonne, wo ist denn der? Das sind zwei? Johnnys Plan? Ist da drüben, da ist da unten irgendwo eine
Nein, wisst ihr was? Ich penne zuerst mal eine Runde. Und dann gehen wir beim Morgengrauen frisch und munter in die gute Lande. Ich bin kein Alchemist. Boah, alles schön, ne? Ja, komm mal mit, Ben. Ach du Heilige, die steht einfach da die ganze Zeit. Sorry. Johnny, jetzt gehen wir. Die machen immer noch Party, ey. Die stehen ja... Oh, oh. Ich bin noch nicht gut genug. Aber, ja, irgendwie Schlangenkacke hier. Na dann, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. So, ja. Wir wissen, wohin. Mit dem Säbel. Johnny folgt, super. Hallo. Irgendwelche Vorschläge? Ohne Palaver, Bicho. Wir sollten uns besser beeilen, als zu reden. Okay. Ist doch recht. Stimmt schon. Dann gehen wir mal den Weg der alten... Die haben wir schon zweimal gemacht. Ja, den Weg haben wir schon zweimal absolviert. Ist schon wahr. Ist auch schon lange her wieder. Wir sind eigentlich schon fast da. Wo ist hier ein Vieh? Da sind die blöden Affen, die auf uns immer warten, wenn wir kommen und dann irgendeinmal hinmetzeln und keine Ahnung haben was. Meine Nase juckt gerade wie eine Sau, ey. Das ist wirklich so ein Horror manchmal. Ist das ein Fail oder sind die wirklich irgendwelche lila Lichter? Oder ist das eben Voodoo-Kunst? Was ist denn das für ein geiler Scheiß? Flattere? Die gehen doch noch nur verarschen hier. Was ist denn das? Kriegerhäuptling oder was? Der hat ein bisschen mehr drauf, war es nur. Nee, der hat gar nichts drauf. Der haut ja einfach seine Special. Okay. Der hat schon was drauf auf jeden Fall. Hey, du. Vielleicht ist mit zwei natürlich nicht mit Pfeilen werfen, das ist verboten hier. So, noch einmal, dann haben wir den Down, würde ich sagen. So. Ah, 3 von 8, ey, Mensch, das ist ja eine... Ein Goldpocken. Was heißt das? Flattere? Fliege oder was? Oh, du heilige Magier, was ist denn das für ein Häuptling da? Ist das so ein Special-Häuptling? Mann, oh, das ist ja... Ich hab schon gemeint, der kann Bruder. Hi. So, in dieser Folge haben wir heute schon sehr, sehr viel erlebt. Aber was wir alles noch machen können und tun können in dieser fabelhaften Welt,
von Risen 2 The Dark Waters wird uns nicht unterkriegen. Denn wir werden weiterkämpfen, weiterkommen und weiter Schätze plündern, die uns, nein, nicht das Leben kosten werden, aber auf jeden Fall uns auf Trab halten werden. Und wie es dann weitergeht mit den spannenden Abenteuern in der Fantasiewelt von Risen 2 und unseren Helden, das, liebe Leute, das erfahrt ihr dann in der nächsten Episode, wenn sie da heißt Risen 2 The Dark Waters.